Oberschenkel morgen. Zug erstellt. Das Stahlschwein ist wieder da. Ja, heute mit dem M4190 GF. Ein Spieler ist dem Zug der Grand Final Auswahl des deutschen Bulldog. Und ja, die Runde ist vor einigen Tagen entstanden. Oh. Ja, schönes Matchup, Top Tier. Seht ihr hier 357. Da lacht das Herz. Da freut sich der Mensch und der Panzerfahrer. Ob sich natürlich die Gegner im Sechser dagegen freuen, weiß man nicht. Aber ist egal. Wir sind wie gesagt hier auf. Habe ich das schon mal? Ne, habe ich nicht. Also egal, wir sind auf Westfield unterwegs. Ziehen erstmal ganz straight hier rüber. Ich muss hier mal ein bisschen lauter machen. Also egal. In der Zeit können wir ja trotzdem weiter sein. Und zwar fahren wir jetzt rüber. Tun das ein bisschen spotten. Na, dann haben wir auch tun. Mein Fail. Egal. So, wie gesagt, da haben wir jetzt hier vorne. Meiner Ansicht genau dieses. Panzer getroffen! Gib ihm nur fester HE. Ich dachte, ja, du bist zu aufgegangen, nicht, dass die Arti kommt hier. Das könnt ihr aber machen. Arti ist da nicht so geil. Wissen wir ja nun. Panzer getroffen! Panzer getroffen! Ja, gegen den Kollegen HE ist ein bisschen dämlich. Sehen wir ja hier gleich auf AP umgeladen. Wieder vor, wieder spotten. Schade. Ja, bestimmt ein netter Treffer geworden. Aber egal. Die jetzt gesessen hat, keine Ahnung. Hat sie nicht. So. Der Zugpartner Omelette Mix ist raus. Schade eigentlich. Meine seine Job kann weniger auf unserer Heavy-Seite hier. Voll. Hallo, Mutti. Panzer getroffen! Naja, versucht auf Kette zu stellen, hat nicht ganz geklappt, aber egal. Lass uns wieder in diese klitzekleine Kuhle fallen. Machen wir mal. Oh, passiert gerade nicht viel. Und wenn sie hier, ne? Noch richtig. So, die Position kann man auch nur spielen. Wenn der Gegner nicht gerade vorhat. Hier runter zu rammeln wie so ein Gaskranker und das einfach so spielt wie die das da spielen, nämlich einfach mal lass mal machen, die kommen schon. Genau so, verdammte Ewand. Natürlich habe ich mich ein bisschen alleine gefühlt. Drei Mediums da hinten im können die machen, ne? Wow. Ja, klar, mein Gegner Rettermeier. Ich meine, der Gegner weiß eigentlich, wo ich bin. Aber ist trotzdem nicht so geworden. Warum er die gelandet ist, keine Ahnung. Da kommt Mr. Su wieder. Wieso sind ihre Panzer so gut? Ja, wird mit AP nicht. Zumindest ist so, wie er gestanden hat. Oh, jetzt. Ach, verdammt! Bleibt ruhig, dann halten wir das Ziel. Vor allem immer wieder ganz wichtig, zurückfahren, ob bis der Busch zu ist, schießen. Komm. Der ein oder andere, der macht das nämlich noch nicht so ganz. Aber jetzt haben wir da wieder Mr. T69. Die Artillerie von mir, wo er mit den fünf Kollegen da oben beschäftigt. KV-2, KV-3, Hellcat, 45 TP und HWK, der sich da irgendwie gerade abmerkt.
Ja, unserem T-20 hat es dann mal gepflegt gereicht. Da dachte sich, ich habe jetzt mal Bock auf so ein Magazin von dem. Panzer getroffen! Lass mich dann von anderen T-20 eine klatschen und bin dann mit raus. 37 sieht gar nicht gut aus. Aber. Ist ja egal. Ja. Ja. Jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade noch kurz gefragt. Oder? Ah, nee, es hatte geklingelt. Ja. Aber. Gibt mir Zeit, hier mal auf diesen Kumpel einzugehen. Hier. Er steht die ganze Zeit da rum. Was er da tut, ist mir schleierhaft. Irgendwas in der Perspektive. Ja, da ist er wieder. Da haben wir Mr. T69. Da haben wir auch wieder Mr. Sue. Schade eigentlich. Verdammte Ivan! So langsam geht uns das Heat aus. Und die Kumpels gehen uns auch ein bisschen aus. Jetzt haben wir den T20 da drüben gesehen. Gut, der wieder gelandet ist. Sahnepatsche. Auch wieder vorbei. Ja. Ich glaube, mein Tiger da ist auf K, also. Das ist schleierhaft. Und jetzt haben wir noch 3 AP. Und wir haben hier diese. Der Kollege merkt immer wieder, dass er aufgeht. So, 7 zu 10. Das wird denn. Wieder nicht getroffen, natürlich nicht. Die Su, T69. Ha! Dieser Panzer ist kein Gegner für die deutsche Armee! Ich mal jemand, der die Su wieder trifft. ...8 zu 11. Alles andere als schön, dieser Gefechtsverlauf bis jetzt. 69 wenig. So guckt man wieder, ob sowas sieht. Dann machen wir was gegen den Scout, der da oben im Busch steht. Schöner Schuss! Weiter so! Ja. Dann bekommen Sie das Eiserne Kreuz! Sie haben sich gedacht, wisst ihr was? Der kann nur noch alleine sein dann. Der Jodeln. Jodeln? Keine schlechte Idee. Los, los! Zieht jemand ein Ziel? Oh, nicht. Wenigstens ein verdammter Ivan weniger! Ja, das war lucky, dass er hier... Und der Ivan hat keine Chance! Ja, nur noch HE dabei. Ja. Panzer getroffen! Macht das hier, glaube ich, keinen Spaß mehr. So. Ha, dieser Panzer ist kein Gegner für die deutsche das Armee! Das ist ja ein bisschen... Ach, nee, das war ja nicht. Panzer getroffen! Ja, das war dann endlich mal ein Pen. Aber diesen Harty ist ganz klar, also der HWK hat natürlich mit mir. Guter Schussschütze, Ziel zerstört. So, der war dämlich. Brettermeier hat er, wie gesagt, raus in seiner Zoom. Wir sehen zu, dass wir hier mit unserem Pass auf unsere Flanken auf. Die werden unsere Schwachstellen angreifen. HP noch wegkommen. Immer noch haben. Ist der. Abgeltische HWK übrig gelassen hat. Plus seine Art. So, da ist der HWK. Da habe ich ja versucht, mal irgendwie im Kumpel E25 zu retten. Los, los! Wieder ein Panzer abgehakt. Klatsch. Nichts. So. Halbe. Wir sind immer noch mobil, Panzerführer. Ja, Arti, auch dich liebe ich. Natürlich nicht. Ja, davon haben wir natürlich gleich 2. Jetzt haben wir noch ein KV-2 und Doppelklicker. Wir haben noch 234 HP. Alles in allem machbar. KV-2 hat 80 HP. Ja, wollen wir mal gucken hier. Da haben wir Zamba, da kommt er, da Klicker. Das war ein sauberer Schuss. Patz. Oh, cool.
Ja, ja, Friede machen. Übereile. Ja, natürlich geht dann die Pumpe. Du bist schon hier. Gerade in so einem Gefechtsverlauf, wo du weißt, ja, du kannst das noch bringen. Das ist noch eine Arti und ein KV2 mit 80 HP. Jetzt habe ich gedacht, ich komme hier hoch. Komme natürlich nicht. Schade eigentlich. Und wir versuchen ja gleich mal ganz gepflegt den nächsten. Oh, hier kommen wir hoch, das wissen wir. Ja, jetzt war die Frage, links oder rechts? Links steht er nicht, er kann dann nur nach rechts. Blub, da ist er. Mr. Klicker. Oh, Panzer getroffen! Und natürlich ist es ein Lowroll. Heißt, sie dürfen ihm eine Schusschance geben. Er lässt uns glücklicherweise 15 HP stehen. Ja, ich bin schon gefahren. Okay, gut. Was will das geben? Bleibt wachsam. Na los, unser Ziel. Haben wir die Pascucci. Klatsch. Erstmal vielleicht durch die Cap fahren. Das ist Täuschungsmanöver für den KV. Und wieder hoch. Er capt ja nicht mehr. Heißt, er kommt uns entgegen. Ist bloß die Frage, wo er uns entgegen kommt. Er capt. Ich muss mal kurz überlegen. Cap. Also außer mein Gedanke. Captain, lass das mal. Am Ende war es das. Ja, ich weiß nicht, was der Yes hier vorhat, also Run on Time. Hat er nicht so ganz mitgekriegt hier. Ich bin ja für jeden Tipp dankbar, ne? Aber also, theoretisch. Clever ist Pferd am anderen. Macht er. 67 HP. Unterführer, wir haben ihn! Ziel zerstört! See you later. Ja, war in Anführungszeichen nur erste Klasse, aber. Und das Ding für unser Team geholt. Und. Oh, war auch mal wieder ein schönes Light-Gameplay hier auf dem Kanal. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende. Nicht zu kaltes Wochenende, kein verregnetes Wochenende. Und ein botfreies Spielen auf alle Fälle. In diesem Sinne, wie gesagt, macht's gut, see you later.